Hallo, liebe Musicstore TV-Zuschauer. Wir melden uns heute aus den heiligen Hallen der Firma Ibanez und möchten uns jetzt mit dem Tube Screamer auseinandersetzen. Und was es damit auf sich hat, erklärt uns jetzt der Daniel. Ich grüße dich. Hi. Hallo, grüß dich. Wir haben für 2018 eine neue Version des Tube Screamers und das ist keine leichte Veränderung, sondern eine wirkliche Revolution. Und wenn wir das tolle Vintage Package des Tube Screamer aufmachen, sehen wir schon, er kommt diesmal in einem weißen Finish. Und mit grüner Beschriftung und grünen Knobs. Was hat es damit auf sich? Nun, dieser Tube Screamer ist das erste Pedal aus dem Hause Ibanez, was eine Röhre drin hat im Tube Screamer. Und der Name New Tube sagt es schon. Hier wurde eine New Tube verbaut von der Firma Korg. Das sind kleine miniaturisierte Vakuumröhren. Okay. Und damit mehr oder weniger die erste große Röhrenrevolution seit den 50er, 60er Jahren, seit es Tube Amps gibt. Ja. Und die Besonderheit hier ist, dass man die klassische Schaltung des Tube Screamers hat und zusätzlich noch die New Tube mit reindrehen kann. Ne? Wir haben hier so einen kleinen Schalter, der sagt Mix und da kann man schön die Röhrenverzerrung mit reindrehen, hat ansonsten die volle Tonalität des New Tube des Tube Screamers erweitert um letztlich die Röhre der New Tube und hat damit eine Welt von Möglichkeiten. Absolut. Den gibt es auch ab Ende Januar für 269 Euro im Handel und ist all denen empfohlen, die sagen, ich habe schon den Tube Screamer und will vielleicht klanglich noch ein paar andere, extremere Bereiche ausloten. Okay. Oder die sagen, ich will einfach einen klassischen Tube Screamer Sound, will aber noch flexibler sein, weil das liefert genau dieses Gerät. Absolut. Und auch ein sehr cooles Feature ist die New Tube, die glüht und je härter du spielst, je mehr du in die Seiten reingreifst, umso heller glüht sie auch. Okay. Also ist auch noch ein optisches Schmankerl gesetzt. Ja, absolut. Cooles Teil. Bei eurem Store zu finden, denke ich. Absolut. Kommt vorbei, checkt's aus oder besucht uns online auf www.musicstore.de.